Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von einer Limited Edition und zwar ist das die Glossy Box Celebrate the Joy of Beauty Weihnachtsedition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine limitierte Edition, Sonderedition der Glossy Box. Beauty Box erscheint monatlich normalerweise und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, halt eine Special Box zu empfangen, die wunderschön aussieht, echt sehr hart angelehnt an das Design von dem Adventskalender. Ich habe es jetzt in der Kooperation zugeschickt bekommen, um sie euch vorzustellen und um euch den ein oder anderen Code mit an die Hand geben zu können. Also schau gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir alles soweit verlinkt, ne? Und ja, diese Box kostet für Abonnenten 35 Euro, für Nicht-Abonnenten 45 Euro. Und ich glaube, wenn du Claudia Limited verwendest, bekommst du das als Nicht-Abonnent auch für 40 Euro. Schau gerne mal vorbei. Gönn dir die vielleicht. Mal gucken. Ich möchte mit dir zusammen hineinschauen, ob die sich überhaupt lohnt. Lässt sich wirklich schön öffnen. Ist ein tolles Weihnachtsgeschenk auch so, ne? Also eine schöne Weihnachtsgeschenkverpackung. PS, you are so beautiful. Das ist natürlich sehr süß gemacht. Wir öffnen mal das Schleifchen und haben hier den Flyer. Celebrate the Joy of Beauty. Ja, was haben sich die Boxenpacker beim Boxenpacken gedacht, ne? Fröhliche Weihnachten, Glossy. In deinen Händen hältst du unsere wundervolle Christmas Limited Edition 2022. Im festlichen Glossy Design beschenkt sie dich mit ausgewählten Beauty Highlights und sorgt für ganz besondere magische Unboxing-Momente zum Fest der Liebe. Und dann haben wir noch ein digitales Heftchen, um da nochmal die Preise nachzuschauen. Und falls wir nicht wissen, was wir mit den Produkten anfangen sollen, ist da auch noch was drin beschrieben. Und dann mache ich jetzt hier mal den Klebi auf. Wow, wirklich gut gefüllt, ne? Also das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, da muss ich kurz lachen. Ich glaube, das war meine allererste Kooperation, die ich jemals bei YouTube hatte. Und die waren damals auch sehr, sehr werbeaggressiv, um das mal so zu sagen. Also gefühlt jeder, der jetzt neu mit YouTube angefangen hat und in Richtung Beauty-YouTuber gegangen ist, hat dieses Produkt angeboten bekommen, dass man da eine Kooperation mitmacht. Dieses Instant Age Back, das kennen wir doch, ne? Lifting Cream Effective in just 5 Minutes. Also jeder hat das zugeschickt gekriegt. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Petra GmbH. Auch das ist sehr interessant, da habe ich damals gar nicht so drauf geachtet. Das ist ein ganz witziges Produkt, was auch tatsächlich was bewirkt. Ne? Also du hast dieses Instant Age Back, das ist eine Antifaltencreme. Du machst das wirklich, hast einen entspannten Gesichtsausdruck, also guckst wirklich ohne irgendeine Miene zu verziehen ins Gesicht. Machst dir das dann wirklich so auf deine Stirnfalte oder hier Nasolabialfalte oder hier die Augenfältchen. Ne? Lässt das einziehen für 15 Minuten ist es dann, nee, 5 Minuten. Darfst dein Gesicht dann in dem Zeitraum auch nicht bewegen. Und ja, wenn es dann eingezogen ist, ist es wirklich wie glatt gebügelt. Ist dann aber nur für eine gewisse Zeit, ist natürlich jetzt nicht für Ewigkeiten. Ne? Aber zum Ausprobieren, das jetzt in der Weihnachtsedition drin zu haben, finde ich das ganz witzig. Ne? Muss ich wirklich sagen. Also probiert das gerne aus und schreibt gerne mal eure Resultate bzw. eure Meinung in die Kommentare. Dann habe ich hier ein Cremebad, das haben wir auch in der aktuellen Dezemberbox, ne, von Kneipp. Nur eine Kleinigkeit, die von Herzen kommt, mit süßem Mandeltonka und Kokosöl. Das ist eine schöne Geschichte. Das sind jetzt keine Badekristalle oder Badeperlen. Das ist ein Cremebad, reicht für ein Vollbad. Und sowas ist auch eine ganz schöne Geschichte, wenn man halt ein Geschenk verpackt, um das Geschenk halt ein bisschen aufzuwerten. Finde ich ganz hübsch, ne? Dann haben wir hier noch etwas zur Gesichtsreinigung. Und zwar von Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Okay, 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist einfach ein Reinigungsprodukt fürs Gesicht. Ich habe jetzt auch aktuell einen weißen Cleanser von Elemis unter der Dusche. Ich weiß nicht, ob es... Nee, das ist aber nicht Energizing, ne? Ja, aber ist auf jeden Fall auch eine gute Geschichte, Gesichtsreinigung. Immer eine wichtige Sache. Und ich finde, Pflege und Reinigung sind so die wichtigsten Steps, die man überhaupt machen kann. Und wenn du da eine schöne Basis hast oder eine gute Basis, wo du deine Hautpflegeroutine und auch deine Reinigungsroutine gefunden hast, dann kannst du drüber nachdenken, welche Make-up-Routine möchte ich jetzt haben, weil du da natürlich das Make-up auch auf deine Haut anpasst. Und wenn du schon deine Haut beruhigt hast und deine Haut geklärt hast und Poren minimiert hast und so weiter, durch deine Pflege und deine Reinigung, dann brauchst du deutlich weniger Make-up-Produkte.
und hast dann natürlich nicht dieses zugekleistert Gefühl, ne? Nur so eine kleine Empfehlung zwischendurch. Dann haben wir hier von Six ein Set mit dabei mit Haargummis und Haarspangen. Das ist ja süß. Das ist echt süß und passt natürlich auch farblich mit dem Gold und dem Silber zu der festlichen Zeit. Nee, das finde ich schön. Sonst haben wir auch gerne mal so Schmuckstücke mit drin, aber hier jetzt auch mal so Haartools finde ich jetzt wirklich praktisch. Auch wenn ich kein Fan von den Haargummis bin, weil ich halt eher so Invisibobbles oder so verwende, ist das auf jeden Fall ein schönes Set. Diese Mascara, die verfolgt mich. Die habe ich jetzt schon das dritte Mal in den letzten Wochen hier in meinen Händen, weil die auch in vielen Adventskalendern drin war. Endless Lashes Mascara von La Vera. Ja, ich bin kein Fan von Naturkosmetik, weil das einfach nicht so den Effekt macht. Das ist halt eher so eine natürliche Geschichte, aber es ist halt keine Wawawum. Ich halte dir den ganzen Tag Mascara. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist schön, dass hier eine Mascara drin ist, weil Mascaren in Beautyboxen kommen eigentlich immer ganz gut an, ne? Dann habe ich hier Better Hair Symphony Christmas Edition, wie schön, von Mira. Da hast du einfach ein Orangengedönsen. Ja, und das kannst du dir in die Haare machen als Haaröl und hast dann entsprechend genährtere Haare. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Haaröle kann ich auch gut gebrauchen. Im Dutt würdet ihr das ja eh nicht sehen, ob ich was drin habe. Ich habe tatsächlich auch was heute in meinen Haaren, um da so ein bisschen... Ja, jetzt sieht man hier mein BH. Ist ja unschön hier. Meine Mama mir heute gesagt, Claudi, das geht so nicht. Dann mache ich halt so... Seht ihr halt meine Schulter? Auch cool. Ja, wenn die Mutti schon sagt, Claudi, das geht so nicht, dass man dein BH ständig sieht im Video, ne? Das stimmt ja auch. Muss ja auch nicht sein, ne? Auf jeden Fall, ich habe was in meinen Haaren drin. Das ist jetzt eine Haarpflege, weil heute der zweite Tag von Haarwäsche ist. Also ich werde mir gleich meine Haare waschen. Aber ja. Naja, okay. Auf jeden Fall habe ich hier eine Palette von Ila Maska drin, sehe ich gerade. Was ist das denn? Wow. Unveiled Artistry Palette. Was ist das denn? Das ist krass, Leute. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, also Ila Maska hat jetzt nicht die allerkrasseste Qualität, sodass ich jetzt denke, oh mein Gott, da werde ich jetzt voll die Looks mitmachen können, ne? Jetzt schon direkt in meinem Hinterkopf direkt Negativität. Was ist das denn hier? Nein, wir freuen uns über eine Lidschattenpalette. Hallo? Das ist voll krass. Eine Ila Maska Lidschatten, upsala, Palette. Ja, und das ist eine Palette, die tatsächlich dann auch viele verwenden werden, weil das eine Nude-Palette ist, Leute. Das sind tragbare Töne. Hast ja auch ein bisschen was Richtung Aubergine, ein bisschen was Richtung Beerentöne, aber hier sind auch so kühle Nude-Töne. Da kann man gut was mit zaubern. Und da werde ich auch mal ein bisschen rumspielen und das finde ich gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Schreibt mir mal gerne, ob ihr eher so eine Palette feiert oder eher eine bunte Palette, wenn ihr so eine Beautybox habt. Natürlich sagen die meisten, am liebsten hätte ich mir die Palettenfarben ausgesucht, ne? Aber ihr seht ja auch, was die Palette wert ist. Also dementsprechend können wir uns, glaube ich, erstmal nicht so unbedingt beschweren. Das ist schon cool. Das ist echt cool. Dann habe ich eine Parfümprobe von Narciso Rodriguez drin. Pure Musk for Her habe ich hier mit 0,8 Milliliter. Ja, die wird nicht bei mir bleiben, ne? Parfümproben ist jetzt nicht so unbedingt meine Welt, aber es ist schön, dass hier einfach mal sowas drin ist. Kann man auf jeden Fall machen. Dann habe ich hier noch zwei Sachen. Einmal von Iconic Lip Plumping Gloss ist hier drin. 5 Milliliter. Das ist schön. Lipgloss mag ich offensichtlich. Trage ich jetzt hier auch gerade ein. Das ist von Revolution, der Hautpump in der Farbe Kiss. Witzig. Ja, ne? Das könnte... Ja gut, der Iconic ist deutlich heller. Der geht mir ins Pinke rein. Aber sowas mag ich gerne leiden, ganz offensichtlich. Das finde ich gut. Ne? Nö, nö, nö. Hat er eine Farbbezeichnung? Habe ich dir eben schon vorgelesen. Peekaboo. Okay, Peekaboo. Wisst ihr Bescheid. Lipgloss. Mag ich. Und dann habe ich hier das letzte Produkt drin enthalten. Und zwar ein Lipbalm von Frank Body. 15 Milliliter. Ich weiß nicht, irgendwie Frank Body. Irgendwas klingelt mir deine Ohren, dass das auch sehr beliebt ist, auch sehr viral mal ging, weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ist ein Lippenbalsam mit 15 Millilitern, Leute. Da kommt ihr doch ewig und 3 Tage mit aus, oder? Ja, kann man nicht anders sagen. At your slick service, yo. Only tested on babes.
okay, nur an Mädels getestet, quasi auf Deutsch übersetzt. Nö, also das war jetzt quasi die Limited Edition der Glossy Box. Also, wenn ich drüber nachdenke, dass wir diesen Monat halt auch eine richtig geile Weihnachtsedition haben, muss man halt schauen, ne? Weil 35 Euro bezahlt man dann jetzt ja hierfür. Du bekommst aber eben durch diese Lidschattenpalette schon Kloppergedönsen an Wert. Das ist nicht unter den Tisch zu kehren. Also dementsprechend, die lohnt sich schon, ne? Wenn man halt sagt, Mensch, das ist der Inhalt, mir gefällt der Inhalt, gönnt euch die Box, definitiv. Wir haben hier gute Marken drin, wir haben eine schöne Produktauswahl. Es geht halt hier wirklich ums Gesicht. Das Einzige, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt halt, ja gut, um den Kopf geht's, ne? Wir haben auch was für die Haare. Das Entspannungsbad ist halt noch was für den Körper, ansonsten sind das halt nur Gesichtsprodukte. Aber finde ich jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt, weil im Winter siehst du ja eigentlich, abgesehen von so einer nackigen Schulter, mal nicht irgendwie andere Körpersachen, vielleicht die Hände, ne? Aber über eine Handcreme hätte man sich auch beschwert, weil es die 500. Handcreme gewesen wäre, die man in den Boxen mal drin gehabt hätte. Deswegen, also ich finde den Boxeninhalt super. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu der Box. Ja, und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.